natürlich von jeder Übung, indem wir die Belastungszeit von Runde zu Runde reduzieren. Das heißt, wir haben halt 6 verschiedene Übungen. In der ersten Runde ist die Belastungszeit auf 1 Minute, in der zweiten auf 45 Sekunden, bei der dritten auf 30 und bei der vierten auf 15. Zeitgleich reduzieren sich natürlich auch die Pausen zwischen den Runden. Ich würde sagen, wir legen los und starten mit Matscha durch. Wir starten immer mit Schulterkreisen. Sauber Schulterkreisen, wie ihr und ihr kennt es inzwischen. Ich hoffe, es hat für euch Tipp und Wacht hier. Okay, Achtung, Tempo, komm, zieh durch. Richtig sauber kreisen, knapp mit Kreisen, weißt du. Und dann langsam aufwachen, falls ihr das noch nicht so gut wisst. Arme öffnen, schließen, ziehen und los. Schulterblätter denken, aktiv zusammenbieten, bis du leicht in die Ehe in der Brustmuskulatur spürst. Zurück, rum und lang. Komm, ganz rund, ganz lang. Nutz mal wirklich die volle Bewegungsamplitude aus. Nimm den Blick mit. Auf den Roll nach oben. Rotation. Spann den Po an. Denk, es wirklich gerade bleibt gerade. Okay, wir sind am Brust, mein Kitz hier. Und nimm mal die Hüfte mit. Scheiben zieht weit nach oben. Machen wir mal richtig lang. Ja. 3, 2, Hände anschützen, Leckkreuzen nach. Wie du es kennst, ganz easy, sauber, Ferse nachziehen. Brust raus, Schultern zurück. Ready, go, jump. Gleich etwas. Das ist ein bisschen mehr Power dahinter. Okay, nächstes Gehen, schau dich weg, nur die Füße. Sauber öffnen, schließen. Und extra, wir haben 30 Minuten. Das reißt uns alle aus, ja? Arme dazu. Auch wenn die Arme gibt, ganz hoch, ganz tief. Volle Bewegungsamplitude ausnutzen. Gut, kommt sie durch. Schulter zurück. Ja. Gut, nächste Runde. Wenn du mehr möchtest, schalte die Kante. Eine Liege stürzt. Und zurück.
Ich habe die Arme noch so lange gedrückt. Wirklich Kuschel, das war fest.
Okay,
zum Anschieben. Arme Schritt zurück. Erste Kette. Ellbogen hoch. Hoch fest, Bauch fest. Schulter der Schieß nach oben. Und das Ziel jetzt. Ah, auf den Kopf. Tief. Nochmal Pferd zurück. Nochmal Bauch zurück. 4, 3, das heißt für dich, es geht gleich weiter. So, ganz schnell durchgang. 15 und so weiter. Ready, Level 2. Kleiner, Bauchzack. Schaffer, Kopf. Komm, alles geht. Letzte Runde. 2 Wiederholungen mehr. Bei absoluter Länge von jeder Übung. And hold. Da ist die letzte Durchgang. Aber jetzt ist das immer was tiefer kommt. Dann geht es näher. 3, 2, okay, komm auf die Matte. Komm, 15 Sekunden stehen. Sauber ziehen. Die wird immer kontrolliert. Schulterblätter zusammen. Oben kurz halten. Achtung, rechts vor, links zurück. Leer ziehen. Finger ziehen nach vorne, Fußspitze nach hinten, 4, 3, letzte Wiederholung fertig machen, komm nach oben und einmal tief, setz ab, ein enger Push-up. Komm, Brust vor die Fingerspitze, Ellbogen weg, letzte Fingerspitze, zu Ende machen und komm tief. Schritt nach dem Kopf. Ein Endspurt für heute. 4, 3, 2, okay, wir müssen. Sehr schön. Konzentriere dich auf die Länge vom Schambein über das Brustbein.
bleib hier. Möchte dich nochmal auflegen, die Schöpfers bleiben und das Kreis an deine Schulter nach hinten ganz entspannt.